herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Heute gibt es ein Eis, mal anders. Ein gebratenes Vanilleeis mit grünem Tee auf Soßendialog. Dazu benötigen wir folgende Produkte. Wir haben einmal Zucker und Puderzucker, grüner gemahlener Tee, den kriegen wir auch in den Supermärkten überall, grüner Tee, etwas einfach mahlen, dazu etwas Butter, Minze zum Dekorieren, dann hier zwei Soßen, und zwar einmal die Orangensoße und die Kirschsoße, beides praktisch schon vorher eingekocht, das Ganze umgefüllt in so eine Art Ketchupflaschen, um es dann auch schneller dekorieren zu können, aber das zeige ich nachher im folgenden Ablauf. Weiterhin Filoteig, ein sogenannter Strudelteig, den wir über den Supermärkten schon bekommen, und etwas Puderzucker. Dann legen wir schon los. Wir haben den Teig, nehmen wir auseinander. Wichtig ist, dass der Teig schnell verarbeitet wird, weil er sonst sehr schnell trocken wird. Wir packen das Ganze also schön in den Teig ein, rollen das Ganze ein, drücken das ein bisschen runter und schneiden das dann links und rechts ab. Das Ganze machen wir also viermal, also für vier Personen, und geben es dann in den Tiefkühler rein, um es nochmal hart frieren zu lassen. Bevor wir nun das Vanilleeis in der Pfanne braten, also auch karamellisieren, müssen wir die Teller vorbereiten. Wir haben ja die zwei Soßen, also farblich auch sehr schön, das ist die Orange und die Kirsche. Und dazu haben wir diese zwei Flaschen und machen es ganz einfach. Wir ziehen einfach hier einen Strich und da vielleicht einen Strich. Das können wir mit diesen Flaschen sehr schön machen. Lässt sich richtig anordnen, dann wieder vielleicht ein bisschen Rotes. Und auch hier sieht das sehr gut aus. Und dann nimmt man, um es zu dekorieren, einfach einen Holzstab und zieht es dann so durch. Andersrum. Und dann würde ich sagen, machen wir hier unten drunter, da kommt das Vanilleeis drauf. Nochmal etwas Soße, damit es also auch ausgeglichen ist. Vorbereitet, dann auch schon das Puderzucker. Und so ist der Teller vorbereitet, damit wir, wenn wir das Vanilleeis braten, auch es gleich servieren können. Ja, und nun muss es auch schon sehr schnell gehen mit dem gebratenen Vanilleeis. Wir geben etwas Butter in die Pfanne und müssen den Zucker dann karamellisieren, den wir dazugeben. Zucker hat eine Hitze, das ist nicht ganz ungefährlich. Wir haben da Hitzegrade von über 130 Grad, wenn er karamellisiert. Also muss man da auch sehr vorsichtig mit umgehen. Geht also auch sehr schnell dann irgendwann. Ne? Hierbei rührt sich das jetzt schon sehr schön an. Man sieht also dieses Krisseln durch die Butter und den Zucker. Diese Verbindung ist jetzt vorhanden. Und jetzt kommt gleich die Karamellisierung. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt. Wenn es etwas braun wird, geben wir dann das Eis dann dazu. Jetzt wird es blond, also hell. Herrlich. So, circa dauert das jetzt noch 2-3 Sekunden. Und dann geben wir, jetzt kristallisiert es aus, das Vanilleeis dazu. Jetzt zieht er an. Jetzt sieht man es ganz genau. Doch sehr heiß. Also nicht mit dem Finger rein testen, da brennt man sich den Finger. Das wäre eigentlich nicht gerade angenehm. Wir sehen jetzt wird es braun und jetzt kommt die Spannung. Und jetzt geben wir unser Eis rein. Und jetzt wird es richtig gebraten. In dieser Pfanne, in diesem Karamell. Wir sehen es jetzt
wird auch richtig braun. Und das darf man nicht lange machen, das muss richtig kross von beiden Seiten sein. Und dann kann man auch schon das Eis servieren. Gut. Dazu geben wir jetzt oben einen grünen Tee dazu und etwas Minze kann man auch noch dekorieren. Also ich wünsche Ihnen einen guten Appetit zu meinem gebratenen Vanilleeis mit einem Soßendialog und grünem Tee dazu.